Herzlich willkommen, alle Freunde, zurück zu Nexomon, Extinction, whatever. Im letzten Part haben wir das Waisenhaus befreit. Und dann musste ich anschließend sehr, sehr schnell weg. Deswegen kommt heute wahrscheinlich ein längerer Part. Wir gucken mal, wie weit wir heute kommen, einfach. Ich habe auch, das ist jetzt schon ein paar Tage vorbei, vergangen. Ich glaube, vor 3 Tagen habe ich das letzte Mal Nexomon aufgenommen. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz so sicher, was ich machen muss. Ah, ich musste eh hier raus, das ist super. Gute Arbeit! Ich kann euch sagen, dass ihr auf dem richtigen Weg seid, weil ihr exzellente Tamer seid. Hier, nehmt die Belohnung der Gilde. Ihr müsst nicht den ganzen Weg zurück zur Stadt laufen. Das Waisenhaus wurde von mysteriösen Räubern aufgenommen. Du musst dich mit Ross und Nora zusammensetzen. Oh, 2 Nexotypes, super. Sir, die haben nach einem bestimmten Kind gesucht. Ist das so, Nora? Weißt du, wer ihr Ziel war? Vielleicht ist es Moritz? Boah, wie kommst du da drauf? Wie kommst du darauf? Wer würde jemanden so langweiligen wie Moritz entführen? Es ist nur ein Gedanke. Als ich sie fast besiegt habe, waren sie kurz davor wegzulaufen, bis Moritz auftauchte. Erst dann entschieden sie sich zu bleiben und zu kämpfen. Genau dann, als sie Moritz sahen, das einzige Waisenkind, dass ich zu diesem Zeitpunkt nicht im Gebäude befand. Aber er ist doch so langweilig. Ach, sei leise, Ross. Mein Mentor, bitte, gib mir ein paar kluge Wörter. Nora, geh mit Ross, berichte Amelie davon. Ich muss mit Moritz reden. Okay, okay. Ach, die Katze darf auch bleiben, das ist aber nett. Oh, die Katze ist auch weg. Uff, ich wette auf meinen Namen, dass Ross vermisst wird. Nora hat doppelt so viele. Was? Ja, sie hat recht. Du hättest von diesen Banditen gekidnappt werden sollen. Ich fürchte, das Rad der Zeit dreht sich schneller als erwartet. Komm mit mir, Moritz. Es ist Zeit, dir ein paar Antworten zu geben. Okay, ich bin gespannt, was er uns heute für eine Lebensgeschichte auf dem Tisch präsentiert. Moritz, sicherlich. Schätzt du die Tyranten nicht besonders, oder? Aber sag, was wäre, wenn ich dir sagen würde, dass es einen guten Tyranten gäbe? Einer, der tatsächlich würdig ist, der neue König der Monster zu werden? Es muss einen geben. Ja, in der Tat. Es gibt Geschichten über eine solche Kreatur. Einer, dessen Augen nicht mit Wahnsinn überzogen sind oder dessen Herz von Hass gequält ist. Ziemlich amüsant, nicht wahr? Der legendäre Tyrant des Lichts. Ist er da drin? In der Kiste eingesperrt? Oh, das ist aber nicht nett. Viele, viele Tamer haben ein Leben lang nach diesem guten Tyranten gesucht. Und deine Eltern waren unter ihnen. Mal sehen, wo habe ich das Ding hingelegt? Es liegt noch nicht so wirklich perfekt heute. So, jetzt ist glaube ich besser. Ah, da ist es ja. Nur ein bisschen staubig. In eine Tarantentrap oder wie heißt sie? Tarantenrelikt erhalten. Okay, fast. Fast. Oh, irgendwoher kommt das mir sehr, sehr vertraut vor. Nein, deine Eltern haben den Taranten nie gefunden. Sie haben jedoch eine beispiellose Entdeckung gemacht, heißt es. Dieses Relikt, es gehört wohl dem Tyranten des Lichts. Ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht, aber wenn diese Banditen hierher gekommen sind, um dich zu entführen, muss dieses Artefakt, das du geerbt haben, der Grund sein. Du kannst damit machen, was du willst. Es ist nicht deine Pflicht, nach einer Kreatur zu suchen, die möglicherweise nicht einmal existiert. Ich werde suchen. Ist das so? Okay, Moritz. Ich werde dir helfen, diesen Tyranten zu finden, wenn du das willst. Ich weiß nicht viel über dieses Artefakt, aber ich weiß, wie man mehr erfährt. Folge mir, ich werde dir zeigen, wie es weitergeht. Oh, ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, dass er der Böse ist, tatsächlich. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich so das Gefühl... Okay, wir müssen wieder runter. Oh. Mein Pokémon sind nicht mal geheilt. Ach man, zumindest ist unsere Katze dabei. Genau, hier rechts ist es. Keine Ahnung, was das ist. Weiß ich nicht mehr. War das das Ei? Ich weiß nicht. Ich muss mal ein Pokémon heilen. Das ist jetzt gerade wichtiger. So, hallo, hallo. Oh, da ist was im Mülleimer. Sehe ich gerade. Ja, ja. Heil mich, danke. Kann ich hier durch? Danke. Was ist hier denn? Ah, eine Nexotrap. Ich meine, die habe ich da schon mal rausgeholt. Ich bin mir nur nicht sicher. Okay, okay. Dann gehen wir mal hier runter.
Waren wir hier schon? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Hey, was denkst du, wo du hingehst, Freundchen? Hast du es noch nicht gehört? Die Straße runter sollen gruselige Geister leben. Sorry, aber für sowas bist du noch nicht bereit. Das werden wir sehen, du kleiner Wicht. Cooles Ding. Prügler. Aua. Aber ich mach mehr Schaden. Hahaha. Nochmal Prügler. Aua. Oh nein, ich bin betäubt. Ja, toll. Okay. Dann mach Impulssturm. Super. Sehr gut gemacht, Gekoko. Gott, da ist nur einer. Okay, ich muss Team wechseln, damit du Erfahrung kriegst. Das ist mir wichtiger gerade. Aua, Fending, ja. Ja, ich mach Glatteis. Obwohl, Stromschlag ist, glaube ich, effektiv. Wir gucken mal, wie viel Stromschlag macht. 13. Oh, wäre auch gut. Auch sehr gut. Machen wir jetzt Zwillingstornado, das müsste reichen. Ja, noch so eben. Ach, der hat noch ein Viech. Oh mein Gott, Glatteis. Komm, du schaffst das doch noch, oder? Er ist eingefroren. Perfekt. Perfekt, Alter. Oh, Fanling, ne? Ich bin ein richtiger Fan von dir. Ich nenne dich Fanling. Einfach so ein Fan. Sehr schön gemacht. Wirklich gut. Du hast mich besiegt? Einfach so? Okay, okay. Mach, was immer du willst. Okay, was bist du? Neulinge neigen dazu, nach Süden zu reisen, in der Hoffnung, ein paar Geister und Psycho-Nexomanen zu fangen. Das ist schön und gut, aber du hättest es viel einfacher mit den richtigen Elementen, Exotraps. Ich wäre bereit, dir welche zu geben, wenn du mir im Gegenzug etwas Gutes anbieten kannst. Oh, 100 und... Oh, das ist eigentlich, glaube ich... Das ist doch hier ein guter Deal, oder? Ja, den nehme ich an. Den nehme ich mal an. So, gegen dich kennen wir auch noch. Was bist du auf dem Weg zur Zitadelle der Unsterblichkeiten? Der Ort ist beliebt, ja. Dort kommen einige Tamer hin, um Geist und Psycho-Nexomon zu fangen. Hey, willst du meine mal sehen? Sie sind echt gut. Okay, ich bin gespannt, Kleiner. Bin gespannt. Was ist das denn? Oh mein Gott, sieht das hässlich aus. Aber es sieht schon so hässlich aus, dass ich es irgendwie wieder cool finde. Alter. Doppelhieb. Nicht sehr effektiv, okay. Oh Gott, Ameise. Doppelhieb. Das ist Gestein. Explosion müsste eigentlich wehtun. Ne, tut's nicht so. Okay, dann mache ich Doppelkick. Alter, eine Ameise, die irgendwie rollt. Ich weiß auch nicht, was die da jetzt da genau macht. So, Bria, du machst das doch, oder? Mit Geschosssamen. Sehr schön. Sehr gut gemacht, kleines Ding. Oh, das sieht auch so süß aus. Oh, das sieht echt süß aus. So eine Art Katze mit einem Pilzhut. Das finde ich, also ich, das ist ja ein geiles Design. Das ist ja richtig cool. Boah, dieses Spiel, ne? Ich verlieb mich mehr und mehr. Oh, und noch so ein Ding. Auch niedlich. Sehr, sehr niedlich. Schwarzflamme, macht das mehr? Ja, macht mehr auf jeden Fall. Mach bitte nochmal Schwarzflamme. Super. Macht nichts. Wir haben noch Skinkyut, die das vielleicht schaffen wird, aber ich bin mir nicht so sicher. Kombo, mach mal Kombo bitte. Aua, das hat weh. 10, super. Der hat auch nicht mehr viel. Na, 8, 8, 8, 8. Oh, ne. 19, aua, das hat weh. Das hat echt weh. Ah, schade, dass Gekoko nicht mehr gelebt hat. Sonst hätten wir es wahrscheinlich geschafft. Schade. Aber wir kommen wieder, ja? Du hast echt coole Dinger. Ah, ich finde Verlieren hier nicht so schlimm. Man verliert kein Geld. Das ist ganz akzeptabel, finde ich. Die Schwierigkeit ist natürlich auch höher hier. Und man muss auch ein bisschen anders denken. Aber jetzt habe ich ja Gekoko. So, da machen wir jetzt als erstes hier Blitzgebrüll. Och, Gekoko ist nicht geheilt.
Oh, er ist nicht voll. Das ist jetzt gar nicht gut. Aber mit etwas Glück müsste ich den schaffen. Ja, den habe ich. Perfekt. Ah, Mist. Aber das ärgert mich gerade, dass er nicht voll ist. Mach Impulssturm. Weil du bist jetzt wahrscheinlich eh weg, ja. Oh, ihr seid alle nur zur Hälfte. Das, ich glaube, das wird jetzt richtig hart. Verfehlt, perfekt. Sehr schön. Ist er auch weg? Oh Mann, sie sind alle nicht geheilt. Das nervt mich, das wurmt mich gerade ein bisschen. Ah, zumindest ein bisschen getroffen. Geschoss haben ist, glaube ich, schneller. Oh, 13, Oh ja, er hat gewachselt. Nehmen wir dich. Und versuchen, Flamme auf ihn zu kriegen. Perfekt, gut. Feuernarbe. 9, nur. Nochmal ausgewichen. Oh, super. Dann machen wir Doppelhieb hier. Wow, das bringt nicht allzu viel. Flamme, wir machen Flamme. 6 Schaden ist auch gut. So, hier. Ah, Mann, ey. Oh, das ärgert mich, dass wir jetzt hier leider nicht so viel haben. Nicht so viel. Kombo. Ah, weg. Leute, das tut mir jetzt leid, dass wir hier nochmal verlieren, aber damit habe ich nicht gerechnet, dass ich nicht vollgeheilt werde. Ist dumm gelaufen, leider. Leider dumm gelaufen. Oh, das hat aber gut Schaden gemacht. Ah, perfekt. Ah, ich habe gewonnen. Nice. Ja, jetzt muss ich aber nochmal wirklich heilen. Das muss ich jetzt wirklich tun. Denn so kriege ich das nicht hin. So kommen wir gleich nicht viel weiter. Na, hallo, ja, bitte heilen, danke, tschüss. Wir sehen uns wieder. Ich weiß noch nicht, ob ich hier wirklich alle Nexomans fangen möchte. Ich glaube, das dauert. Ich weiß noch nicht, ob ich die Zeit dafür habe. Ich muss ja Oktober wieder zur Uni. Heißt, ich hätte jetzt... Hä? Bin ich jetzt... Achso, der ist hier durch den Baumstamm gegangen. Achso. Dieses Relikt, ich habe absolut keine Ahnung, was es wirklich ist. Aber die Eltern von Moritz waren überzeugt, dass es irgendwie mit dem Taranten des Lichts verbunden ist. Wir brauchen die Hilfe eines Hellsehers. Was? Ernsthaft? Eine Hexe, die in der Zitadelle der Unsterblichkeit im Osten lebt. Mit ihrer Hellseherei könntest du vielleicht die Geheimnisse hinter diesem Artefakt aufdecken. Ich wünsche, ich hätte mir helfen können. Aber dies ist eine Reise, die nur du abschließen kannst, Moritz. Nur du. Ja. Pass auf euch auf. Denkt daran, dass jemand hinter diesem Artefakt her ist. Tschüss. Okay, er lässt uns alleine. Toll. Ist aber nett. Okay. Welche sind jetzt ein paar Psycho? Oh, Geister. Oh, schön. Das sieht cool aus. Das sieht echt cool aus. Okay, ich möchte mir ein Psycho-Pokémon fangen. Geist habe ich nämlich schon. Ah, fliehen. Ja, fliehen bitte. Fehlgeschlagen, ich raste aus. Aber ich habe verfehlt. Also kann ich nochmal fliehen. Oh. Sie hat nochmal verfehlt. Ich kann nochmal fliehen. Okay. Das finde ich scheiße von dir, dass ich nicht fliehen kann. Mein Gott, ey. Hier, Blitzgebrüll. Ja. Greif mich ruhig an. Aua. Nochmal Blitzgebrüll. Ich bin gleich tot. Sehr schön. Gekoko, du bist aber auch weg. Ist natürlich tragisch, dass niemand jetzt Erfahrungspunkte bekommt. Hätte gern Psychotyp. Ach, schon wieder das Ding. Glatteis. Was machst du denn da jetzt? Dunkelnebel? Das finde ich aber nicht sehr nett von dir. Hier, Zwillingstornado. Bitteschön. Mann, so lasse ich hier nicht mit mir reden. Komm.
Komm, Psycho-Pokémon, das ist auch ein Geist, ich brauche ich nicht. Ich habe nämlich einen Geist. Ja, bist eingefroren? Nein, schade, Sturmschlag. Bringt das mehr? Ja. Ja, ein bisschen mehr. Und zu guter Letzt. Oh, das ist weg. Ups. Dann nehme ich jetzt dich, weil ich gerne deine Entwicklung sehen würde. Generell würde ich jetzt mal langsam gerne eine Entwicklung sehen. Oh, entwickelt sie nicht. Komm, Psycho-Pokémon. Alter, hier musstest du jetzt eins geben, oder? Da bin ich jetzt so lost hier, ey. Explosion, bitte. Oh, 17, nice. Dann können wir nochmal machen. Das setzt auf jeden Fall zu. Oder soll ich offscreen suchen, Leute? Wir probieren jetzt auch nochmal zwei Felder. Vielleicht haben wir Glück, vielleicht haben wir kein Glück. Bis jetzt würde ich sagen, wir haben noch kein Glück. Aber es kann sich natürlich ändern. Es kann sich natürlich ändern. Also Stinger kann man hier ganz gut leveln. Mit Explosionschieren. Okay. Wir gehen weiter. Ich sollte natürlich erstmal nochmal mein Pokémon wieder heilen. Aber danach gehen wir weiter. Weiter, immer weiter. Ah, super. Level auf. Level up. Okay. Oh, ich glaube aber, da gibt es gleich doch bestimmt irgendjemanden. Ja, bitte. Okay. Toll. Was bist du für einer? Mhm. Aber ich dachte, der heilt mich vielleicht. Ich geh mal kurz gucken, ob mich hier jemand heilen kann. Hallo? Okay. Hast du denn eine Feuerpfeife? Ich weiß nicht, was ich mit einer Feuerpfeife anfangen soll. Sorry. Ich weiß noch nicht, was die mir bringt. Dann haben wir hier mehr Glück mit Psycho. Oh ja, hier haben wir schon mal einen Psycho. Oh, das sieht zwar jetzt nicht allzu geil aus, aber wir fangen es uns erstmal, dass wir überhaupt eins haben. Ein Psycho-Ding. Okay, der ist weg. Dann nehmen wir dich hier. Ich hoffe, du machst keinen One-Hit. Eigentlich müsste das nicht effektiv sein. Oh, wow. Okay, ich habe mich vertan. Das ist natürlich sehr effektiv. Okay. Wir brauchen noch einen. Oh, super, dass es nicht geklappt hat. Dich fange ich. Du bist ja nice. Ja, bitte kein Kritisch. Danke. Und dann, nächste Trap. Warte, ich kann's, kann ich es auch füttern? Habe ich schon was? Oh, ich habe tatsächlich was. Den Tellmann, es empfiehlt sich nicht, ihn in großen Mengen zu essen. Was? Ja, bitteschön. Isst das mal bitte. Hat das nicht sehr gefallen, aber zumindest sind die Chancen sehr erhöht worden. Psycho, komm, nehmen wir direkt einen Psycho, dann haben wir vielleicht Glück. Das sieht nämlich ganz schön cool aus. Super. Sehr schön. Wie heißt du? Rapup? Rapupen verhalten sich wie Haustiere. Sie sind sehr gesellig und sind sich ihrer Kampffähigkeiten bewusst. Sie sind jedoch viel weniger zähmbar, wenn sie sich entwickeln. Oh, das hört sich aber gefährlich an. Ja, das nehmen wir direkt ins Team auf und tun dich dafür weg. Dann bin ich eigentlich so erstmal für mein Team, so wie es jetzt ist, ne? Finde ich es eigentlich ganz gut. So, soll ich jetzt erst heilen gehen oder? Ah, vielleicht haben wir Glück. Oh, hier ist aber. Psst. Hey, Kiddo. Schau mich an. Hier drüben. Hä? Wo? Wer spricht da? Ich kann nichts sehen. What the fuck? Das ist bestimmt der Tyrant des Waldes oder so. Oder des Holzes. Hab keine Angst, Moritz. Ich bin nur dein durchschnittlicher und freundlicher Braum. Ich verstehe das nicht. Oh, bitte. Ich bin harmlos. Schau dir doch diese kleinen Hände an. Ich bin Mr. Kleinhand. Haha.
Richtig. Lass uns hier verschwinden, Moritz. Nein, 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 nein. Bitte, bitte, nimm dieses wundervolle Geschenk. Oh, danke, eine Goldnexo-Trap. Nimm sein Zeug nicht an, Moritz. Ich habe so viele Geschenke, aber nur wenige Freunde. Ich frage mich nur, warum? Wusstet ihr, ich wollte schon immer selbst ein Nexomon-Tamer werden, aber mit diesen kleinen Händen kann ich niemals welche fangen. Wenn du mir ein paar Nexomon-Freunde bringen könntest, dann wäre ich dir für immer dankbar. Nur ein paar Nexomon, damit ich Gesellschaft habe in diesem einsamen Wald. The Raver und Griff, das sind die beiden Nexomon, um die ich bitte. Das ist ein bisschen sehr spezifisch. Du kannst diese beiden Kreaturen in der Nähe finden. Sehr komfortabel. Wenn du sie erst hergebracht hast, wirst du großzügig entlohnt, Moritz. Draver und Griff. Oh, hab ich die überhaupt? Griff habe ich glaube ich nicht. Draver weiß ich gerade nicht, wer es ist. Draver, okay, okay. Du weißt, Moritz, das ist ein Nebenquest. Wir könnten einfach tun, als wäre das hier niemals passiert. Okay, falls ich Draver irgendwo im Gras finde, dann gebe ich Bescheid. Dann gebe ich Bescheid. Wo geht's nach hier oben? Oh, noch mehr Trainer, ey. Ich muss erstmal hier Heile suchen, ne? Eine Heilungsmaschine wäre ganz cool. Aber ein Friedhof? Ein schöner Friedhof auf jeden Fall. Erinnert mich zwar immer an Harry Potter, aber ja. Wir gehen einfach weiter. Die Trainer können wir gleich auf dem Rückweg machen, wenn ich hier eine Heilungsmaschine gefunden habe. So, sind wir da? Okay, wir sind da. Stopp! Oh, wer ist das denn? Aua! Wow. Oh nein, das ist nicht der... Ah gut, ich dachte, das war Ross. Ick! Lass mich in Ruhe! Alles klar! Und ich weine natürlich. Oh, da kommt noch einer. Der Postbote oder was? Was macht ihr da? Warum haltet ihr die Diebe nicht auf? Was hat sie dir gestohlen? Hm, vielleicht Post? Ich erinnere mich nicht. Wow. Oh hey, ihr beiden, ich bin Liam. Was geht? Die Diebe, was hat sie dir gestohlen? Welche Diebe? Sag mal, ihr habt nicht zufällig einen Brief hier herumfliegen sehen. Ich kann ihn einfach nicht finden. Aber, also der Dieb hat deinen Brief gestohlen? Welcher Brief? Übrigens, hast du einen Brief hier irgendwo fallen sehen? Oh Gott, ey. Nee, das muss ich jetzt nicht vorlesen, ne? Oder diese Blamage. Ja. Postbote ist auch eine Nebenquest wahrscheinlich. Wir gehen trotzdem mal weiter. Du hast gerade eine optionale Quest erhalten. Du kannst die Nebenquest in dem Tagebuch... Ja. Oh, das weiß ich doch. Das weiß ich doch. Ich suche diese Kathedrale. Ach, wir haben eine Stadt gefunden. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir haben eine Stadt gefunden. Ich fasse es nicht. Ich kann mich hier heilen. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind hier. Die Zitadelle der Unsterblichkeit. Ach, wir sind doch da. Okay. Das sind coole Vampirhütten tatsächlich. Dieser Ort ist bekannt unter dem Namen Unsterbliche Zitadelle. Vor tausenden von Jahren wurde das Dorf von einer Hexe verflucht. Der Fluch wurde nie aufgehoben. Stattdessen wurden es immer mehr Geister. Die meisten haben sich daran gewöhnt und leben ein normales Leben. Andere wiederum sind verrückt geworden. Okay, und da ist auch ein Sultan. Dingsbums Araber. Weiß ich nicht. Wir sollten die Häserinnen dieses Dorfes finden und das Artefakt abchecken. Ich habe gehört, es gibt hier einen Marktplatz. Vielleicht haben sie Sachen, die es sonst nirgends gibt. Das kann ich mir vielleicht sogar ganz gut vorstellen. So, wo ist denn hier eure Heilungsmaschine? Die würde ich jetzt ganz gern sehen. Aber dafür muss ich, glaube ich, in jedes einzelne Ding rein, ne? Oh mein Gott, ist das groß. Wie erkenne ich denn jetzt hier zum Beispiel ein Center, wo ich mich heilen kann? Das ist ja hier. Oh Gott, das wird jetzt was, Leute. Okay, wir fangen hier an. Das sieht nicht danach aus, aber da ist eine Kiste. Eine Elektropfeife, okay. Ich meine, den Geistern stört es bestimmt nicht, wenn ich da einfach mal was klaue. Ah, du bist aus der Gilde, oder? Ich auch. Ich bin den ganzen Weg hier. Ja, schön. Cool.
Oh, da hinten ist, da hinten glänzt doch was Schönes. Was haben wir hier denn Schönes? Du hast Äther gefunden. Nice. Nice, nice, nice. Oh, also hier würde ich tatsächlich auch gerne leben. Aber nur, wenn es gutes Internet gibt. Da, sonst bin ich raus. Sonst bin ich leider raus. Oh, wer bist du? Mhm. Sehr interessant. Glänzt hier was? Nee? Oh, da geht's aber hoch. Vielleicht glänzt da oben was. Da glänzt was. Und da ist dieses Kind. Oh, ich wollte doch erst mein Pokémon heilen. Egal, wir gehen jetzt mit der. Bah! Seid ihr mir den ganzen Weg hierher gefolgt? Wir wollten nur den Brief zurück, du Dieb. Mein Name ist Hannah. Und solltet ihr nicht eigentlich Tyrannen oder sowas bekämpfen? Das ist mein Brief, also verzeiht euch, ihr die Idioten. Oh Gott, jetzt müssen wir echt kämpfen. Damit habe ich nicht gerechnet. Kroncho, ist das meine Weiterentwicklung? Weiß ich nicht. Sieht aus wie ein Krokodil, oder? Mal schauen, mal schauen. Aua. Ah, weiß ich nicht. Oh, ich muss meinen Pokémon halt... Ach, Mann. So unfair. Ich konnte mein Pokémon nicht heilen. Ich weiß nicht wo hier. Hab's noch nicht gefunden. Der ist so gemein zu mir. Guckt euch das an. Hier, 6 Schaden. Das ist ja fast gar nichts. 11 Schaden. Schwarze Flamme, komm. Super gemacht. Sehr, sehr gut. Oh, der sieht ja süß aus. Der sieht ja süß aus. Kleiner Fratz. Rabup. Hallo, Rabupi. Du bist auch... Oh, Psychobombe, das hört sich cool an. Naja, die werden wir erstmal nicht sehen. So, wo ist das Center hier? Wo ist das scheiß Center? Ich muss jetzt erstmal hier Kack-Center suchen. Ist hier drin? Nee, da auch nicht. Was bist du das? Kannst du mich bitte heilen? Nein? Okay, danke schön für nichts. Ist hier, gibt es hier kein Center zum Heilen? Das finde ich aber sehr seltsam. Da hinten haben wir auf jeden Fall noch was. Sonst muss ich mal eben irgendwo hinflitzen. Wir können uns teleportieren, zum Glück. Dann können wir... Keine Ahnung, irgendwo hin. Da steht noch jemand. Das ist irgendwie cool. Aber nee, ne? Du gibst uns auch nichts, ne? Okay, okay, dann... Dann teleportiere ich mich mal eben. Reisen aus, komm. Tschum. Und auf nach links. Links, links, links. Wohin rennt der denn da eigentlich? Weiß nicht. Ich weiß es nicht. Aber da ist er wieder. So. Dann zurück zur Zitadelle. So, jetzt kämpfen wir gegen ihn nochmal. Wasser fehlt mir eigentlich noch, ne? Aber was will ich denn statt Wasser hier raus tun? Eigentlich nichts. Ich bin eigentlich zufrieden so. Vielleicht ein Geist oder Psycho. Weiß ich aber nicht. Würde schon gerne noch die Entwicklung sehen. So, wir gehen mal wieder hoch. Das Item hatten wir geholt, ne? Ja, sehr gut. So, da bin ich wieder. Wir können kämpfen. Ja, 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 wir können kämpfen. Prügler. 14. Er macht nur 8 Schaden, das ist gut. Kroncho Schirm. Und Impulssturm reicht, glaube ich, nicht. Oh Gott, was war das denn? Ich weiß nicht. Egal, er ist weg. Oh, eine Spinne. Das ist ja cool. Die Spinne ist echt cool. Außer dass sie so extrem viel Schaden macht. Ich muss mal kurz hier wechseln zu Rabub. Es tut mir leid, Rabub, aber ich muss dich mal eben opfern. Oh, hast du gut getankt? Geistige Stärkung. Aua. Dann mach mal hier bitte deine Psychobombe. War jetzt nicht so cool. Muss ich dir aber mal sagen. Oh, dein Puls war cool für 1. Für 1 ist das echt gut. So, Geschosse haben. 9, perfekt.
Perfekt. Und hier noch einmal reinhauen. So, Psycho-Ding hier. Dich kriege ich zwar vielleicht nicht ganz down, aber ich krieg dich gut angehittet. 18 Schaden, oh mein Gott. Oh mein Gott, ich schaffe es doch noch mit ihm. Oder doch nicht. Rabub wollte ich eigentlich, aber nee, Rabub hat keine Zeit. Deswegen machst du das jetzt hier. So, komm, zeig, was du kannst. Perfekt. Sehr schön. Oh, sie liegt schon wieder auf dem Mund. Oh, dafür werdet ihr bezahlen. Du hast den gestohlenen Brief erhalten. Sehr schön. Wir haben den Brief. Wir sollten ihn diesen Typen zurückbringen. Ich hoffe, er ist noch dort. Ja, das können wir machen. Dann machen wir das auch mal eben. Dann können wir auch in diesem Zuge die ganzen Leute da besiegen. Ja. Gut, gehen wir erstmal dahin. Da ist er. Ja, bitteschön. Naja, der. Der doch eh keine Ahnung. Was soll ich machen? Okay, dann nicht. Dann tschüss. Ist mir auch egal, ey. Wenn er den Brief nicht haben will. Mein Gott, ey. Nervensäge, sag ich da nur. Nervensäge. Was ist das denn da für ein Geist? Ups. Ach, Fliegens habt ihr eh nicht, oder? Doch. Sehr gut. Sehr gut, Leute. Dann würde ich sagen, wir machen noch den Kampf und dann war es das auch für heute erstmal. Oh. Wir kämpfen um Krebs. Lecker. Oh, der sieht cool aus. Blitzgebrüll. Und weg. Wahrscheinlich. Ja, weg. Egal, wir haben immer noch unseren Fan-Ding. Die Uno One. Und da machen wir natürlich Glatteis. Weil Glatteis sehr, sehr cool ist. Oh, 9. 9 ist nicht ganz so cool. Sturmschlag, vielleicht besser. Ich hab grad, der heilt sich, hat er nicht. Sehr gut. Da haben wir ihn, den süßen. Den süßen kleinen Fratzi-Frutz. Mach Glatteis, bitte. Und du bist hoffentlich schneller. Nee, bist du nicht. Aber egal, wir schaffen das. Sehr gut, Fanning. Ich liebe dich einfach. Ich liebe dich so sehr. So, wir opfern mal dich hier eben. Verfehlt. Aber hier. 12 Schaden. Oh, 12 Schaden ist gut. Oh, er macht aber auch 12 Schaden. Und ich bin betäubt. Okay, okay. Komm, Stringer. Deine Chance hier zu glänzen mit Explosion. Peng. 11, 11, 11 geht noch. Aber wir sind wieder gefesselt. Nicht ganz so cool. Und nochmal 10. 9. Okay, perfekt. Sehr, sehr schön. Unsere erste Entwicklung von unserem Fan-Ding. Oh mein Gott. Zum Abschied der Folge. Sieht irgendwie lustig aus. Fandiose. Okay. Okay, cool, Leute. Ja, ich würde dann sagen, ne? Ich gehe noch. Warte, wir können noch mal mit dem Opa da reden. Aber das ist eigentlich ein schönes Schlusswort. Wir nehmen heute die Quest hier an. So, super. Ich habe noch die zwei Items hier. Und dann laufe ich noch mal zum Dorf zurück. Ja, Leute. Das war's für heute mit Nexomon. Nexomon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann wahrscheinlich in 3 Tagen wieder. Das wird sich halt jetzt immer abwechseln mit Harry Potter, Animal Crossing oder Nexomon. Und ja, bis dann. Euer Kamito. Haut rein und ciao.